Hier möchte ich kurz den Einstieg in ein Revit-Projekt erläutern. Wenn Sie Revit 2020 öffnen, dann öffnet sich das hier in der deutschen oder in der Dachvariante, also Deutschland, Österreich, Schweiz, mit diesem Menü. Sie können hier oben Projekte oder in dem Fall ist auch Modelle genannt, Modelle starten. Das sind in der Regel Gebäude oder irgendwelche Bauwerke. Bitte nicht verwechseln mit Familien. Familien unter dem Begriff verbirgt sich letztendlich nur die Bauteile, zum Beispiel Fenster, Türen oder bestimmte Träger und so weiter. Ja, das sind quasi eigene Bauteile, die können Sie hier erstellen oder wenn Sie ganze Bauwerke erzeugen wollen, Häuser, aber auch Brücken und so weiter, sind das eher Modelle bzw. Projekte. Was Sie hier sehen, sind so ein paar Beispiele, die hier mitgeliefert werden. Also da gibt es eine Vorlage oder ein Beispiel für wo ein Beispielprojekt oder Beispielmodell, wo quasi Architektur und Ingenieurbau gemeinsam in einem Modell untergebracht sind. Da können Sie mal reinschauen, wenn Sie mal schauen wollen, was geht so. Beziehungsweise gibt es hier noch ein Beispiel für die Gebäudetechnik, wo man sich auf die Gebäudetechnik konzentriert hat. Ich sage ja immer die drei Hauptbestandteile und das in dieser Reihenfolge. Die Reihenfolge ist nicht willkürlich, ist hier im Revit die Architektur, dann kommt der Ingenieurbau und dann kommt die Gebäudetechnik. Wie fange ich nun an? Wenn ich jetzt einfach ein Projekt starten will, dann gehen Sie hier auf Neu, beziehungsweise wenn Sie schon ein Projekt haben, gehen Sie natürlich auf Öffnen, das ist klar. Wir fangen jetzt aber jetzt bei Null an, also bei Neu, wobei ist nicht ganz bei Null, das ist ganz wichtig, sondern wir fangen auch mit einer sogenannten Projektvorlage an. Wenn Sie jetzt in der Firma sind, ja, dann kriegen Sie normalerweise eine Projektvorlage von Ihrem BIM-Manager oder CAD-Manager, je nachdem, wie Sie ihn nennen. Das macht eigentlich nicht jeder ganz beliebig, sondern da gibt es normalerweise immer eine Vorlage. Erstmal eine Default-Vorlage von der Firma, ja, mit einem gewissen Corporate Design. In der Regel sollte man dann auch immer eine projektspezifische Vorlage erstellen. Das haben wir hier nicht. Was wir hier haben, sind die Vorlagen, die jetzt mitgeliefert wurden mit der aktuellen Autodesk-Version oder Revit-Version. Da gibt es hier eine Vorlage für die Architektur, eine für den Ingenieurbau, eine für die Gebäudetechnik und noch eine für Konstruktion allgemein, also für die Ausführungsplanung und so weiter. Ich gehe jetzt hier mal auf Architektur. Jetzt ist die Frage, was ist der Unterschied, bevor wir jetzt hier mal reinschauen? Das kommt immer daran, was wollen Sie machen? Also wie gesagt, das Projekt startet ja nicht bei Null, sondern Sie haben da schon in der Vorlage gewisse Dinge drin, je nach Anwendungsfall. Das sind in der Regel spezielle Familien, die schon mit in der Vorlage geladen sind, was natürlich nicht ausschließt, dass Sie dann dennoch noch irgendwelche andere Familien zuladen können, je nachdem, was Sie machen wollen. Oder auch bestimmte Ansichten und Sichten und so weiter für diesen speziellen Anwendungsfall. Zum Beispiel finden Sie jetzt in einer Architekturvorlage keine analytischen Modellansichten, was nicht heißt, dass da keine analytischen Modelle gibt, aber es gibt dafür keine Ansichten, um die halt einzublenden. Es werden auch eher Familien jetzt geladen sein, die eher für Architekten interessant ist, beziehungsweise Bauteile. Ja, hingegen bei einer Ingenieurbauvorlage sind natürlich dann eher Familien geladen, die halt für Ingenieurbau interessant sind, wie spezielle Träger, Unterzüge und so weiter. Und haben natürlich auch bestimmte Planansichten bzw. Modellansichten, die auch eher für Ingenieure jetzt wieder interessant sind. Was wiederum nicht heißt, das sieht man ja auch hier oben an dem Modell, dass man auch nicht irgendwelche Architektensichten einladen kann. Also das ist nicht schlimm, wenn Sie jetzt die falsche Vorlage wählen, aber es bedeutet dann natürlich, dass Sie dann gewisse Ansichten oder auch Bauteile dann zuladen müssen. Deswegen empfehle ich immer, sich vorher zu überlegen, was will ich machen? Will ich jetzt eher was in Richtung Architektur machen, was in Richtung Ingenieurbau, was in Richtung Gebäudetechnik oder was in Richtung Konstruktion allgemein? Ja, vielleicht noch ein kleines Beispiel, was ich immer gerne nehme. Stellen Sie sich vor, Sie wollen meinetwegen Lego bauen. Ich sage ja immer Revit oder diese BIM-Systeme. Um halt Modelle zu erstellen, kann man sich auch vielleicht vorstellen, wie in so einem Lego-Baukasten, wie so ein Lego-System. Sie haben schon vorgefertigte Bausteine und bauen dann im Prinzip was Entsprechendes zusammen. Und in der Regel ist es ja so, dass immer je nachdem, was Sie bauen wollen, gibt es spezielle Baukästen. Ja, ist ein Unterschied, ob ich jetzt ein Flugzeug bauen will oder ein Zug oder was gibt es da noch im Lego oder Häuser und so weiter. Und Sie würden ja nie auf die Idee kommen, sämtliche Baukästen, die Sie haben, sämtliche Lego Steine quasi auf einen Tisch zusammenzuschmeißen und dann daraus was zu bauen.
Das wäre natürlich extrem unübersichtlich, extrem aufwendig, dann rumzusuchen, sondern es gibt spezielle Baukästen, gibt spezielle Anwendungsfälle, wo schon auch entsprechende Bausteine schon vorhanden sind, die halt besonders gut für Flugzeuge sind, besonders gut für Züge oder halt für Häuser. Was nicht ausschließt, dass gewisse Bausteine auch sowohl für Züge als auch Häuser oder Flugzeuge verwendet werden können. Ja, und so ähnlich kann man sich das mit diesen Vorlagen hier vorstellen. Ja, das heißt, wir wählen jetzt hier die Architekturvorlage aus und haben da jetzt speziell schon gewisse Einstellungen für die Architekturanwendungsfälle bereits schon drin. Das machen wir jetzt hier mal. Architekturvorlage, wählen jetzt hier ein Projekt. Wir wollen ein Projekt erstellen und keine Vorlage. Sie sehen, man kann auch selber Vorlagen erstellen. Gehen auf OK. Und das allererste, was Sie dann machen, ist, dass Sie diese erstmal abspeichern. Ja, für den Fall, dass Ihnen Revit abstürzt, dann sollten Sie schauen, dass das dann auch gesichert ist. Deswegen der erste Schritt ist hier, das zu speichern. Das geht, ich muss noch ein bisschen warten, bis es lädt. Ja, Sie sehen, wir fangen nicht bei Null an, sondern er lädt hier gewisse Dinge rein. Deswegen dauert das auch eine Weile. Also wir gehen jetzt hier auf Speichern. Das finden Sie auch hier unter Datei. Dann Speichern unter. Da können Sie auch hingehen. Aber am schnellsten geht es eigentlich von hier oben. Und er fragt jetzt gleich, wohin, weil wir haben es noch nie gespeichert. Das ist jetzt bei meinem zweiten Bildschirm. Und ich habe mir das auf dem Desktop kopiert. Da habe ich schon mal einen Ordner angelegt für das Projekt. Hier ist er. Und hier erzeuge ich jetzt einen neuen Unterordner. Da kommen meine Revit-Dateien rein. Er wird dann mehrere erzeugen. Er macht nämlich immer so Backup-Dateien. Also das nenne ich einfach Revit. Und das nenne ich einfach Einfamilienhaus. So, das wäre jetzt erstmal der allerwichtigste Schritt, das Ganze abzuspeichern. Ja, Sie sehen, das dauert auch eine Weile, ehe er das abspeichert. Ja, liegt einfach daran, das Ding ist nicht leer. Wir schauen da gleich mal rein, wie groß die Datei ist. Ja, hier ist der Ordner und hier ist die Datei. Und wir sehen, die hat schon mal 38 Megabyte. Ja, das, oh gut, 37 jetzt hier umgerechnet. Obwohl wir noch nichts gemacht haben. Ja, das meine ich eben. Wir haben im Prinzip jetzt hier einen Baukasten auf dem Tisch stehen und da sind schon eine ganze Menge Bausteine drin. Kurzer Blick da hinein und was sehen wir hier? Wir sehen hier im Projektbrowser, machen wir das mal oben mal zu, die Ansichten. Da sehen wir hier, dass eine ganze Menge Familien schon mal reingeladen wurden, die jetzt halt mit in dieser Datei drin sind. Wenn Sie da mal aufräumen wollten, was ich jetzt nicht empfehlen würde, aber nehmen wir an, Sie wollen das Projekt mal abschließen und Sie wissen, Sie wollen da nichts mehr ändern, dann empfiehlt es sich unter Verwalten. Dann können Sie hier nicht verwendete bereinigen. Wir schauen da mal kurz rein und da sehen Sie hier, wir haben hier quasi 1220 Elemente, die jetzt hier drin sind, die nicht gebraucht werden. Die könnte man dann rausschmeißen und könnte dadurch die Dateigröße verringern. Ja, der nächste Schritt ist, die Einheiten zu überprüfen, nachdem wir gespeichert haben. Dazu gehen wir auf Verwalten, sind wir eh schon drin, dann auf Projekteinheiten und hier ist eingestellt die Maßeinheit Meter. Ich persönlich bevorzuge im Hochbau Zentimeter, das schalte ich gleich mal um. Warum? Ist im Prinzip eine Ansichtssache. Ich finde Zentimeter insofern praktischer, weil die Maßgenauigkeit im Hochbau in der Regel ein Zentimeter ist. Also ich bewege mich schon mal genau mit in der Maßgenauigkeit, die dann auch später umgesetzt werden kann. Bin es nicht zu genau und nicht zu grob. Würde ich jetzt mit Metern arbeiten, wäre ich theoretisch zu grob und müsste ständig einen Haufen Kommas eintippen in der Regel. Umgekehrt, im Millimeterbereich wäre ich wiederum zu genau und müsste wiederum einen Haufen Nullen eintippen. Und aus meiner Sicht geht es am einfachsten, auch was die Eingabe angeht, dass ich, wenn ich jetzt mit Zentimetern arbeite. Dennoch, obwohl ich eigentlich versuche, keine Millimeter zu verwenden, werde ich trotzdem zwei Dezimalstellen nach dem Komma mir anzeigen lassen, weil würde ich das nicht machen, würde ich ja sagen, keine, dann würde ja eventuell irgendwelche ungenauen Maße, also die jetzt unterhalb von Zentimeter liegen, also zum Beispiel 5,78 Zentimeter und so weiter, die würde er dann aufrunden und quasi unterdrücken. Damit ich das allerdings sehe, wenn ich irgendwie jetzt hier im Millimeterbereich abschwenke, werde ich mir zwei Stellen nach dem Komma anzeigen lassen. Also normalerweise gehe ich maximal bis einen halben Zentimeter. Ja, es gibt dann noch diese 12,5er Raster, ja, dieses historische Rastermaß, deswegen noch einen halben Zentimeter, das gibt es noch. Das heißt, eine Stelle nach dem Komma könnte man sich noch anzeigen lassen. Ich mache sogar zwei Stellen nach dem Komma, um halt Ungenauigkeiten
frühzeitig zu erkennen und dann auch entsprechend zu korrigieren, damit die nicht einfach unterdrückt werden. Aufpassen, hier geht es nur um die Eingabe, hier geht es noch nicht darum, wie sie dann später bemaßen. Sie können dann trotzdem in Meter bemaßen, in Zentimeter, in Inch oder wie auch immer. Das ist dann nochmal eine andere Geschichte. Hier geht es nur darum, wie geben Sie jetzt die Daten ein ins Revit. Ja, Nullen nach dem Komma unterdrücken, das macht eigentlich Sinn. Und Ziffern, Gruppen verwenden, okay, das kann man auch so angehakelt lassen. Ja, das habe ich schon mal geändert. Der Rest ist soweit okay. Die Flächen in Quadratmeter ist okay. Das Volumen in Kubikmeter würde ich auch so lassen. Das in Grad, Währung Euro. Der Rest ist eigentlich passt so. Das haben wir das geklärt. Und der nächste Punkt, den man noch klären soll, bevor man irgendwie macht, ist, wo ist hier der Ursprung, wo ist der Projektbasispunkt? Ich befinde mich jetzt hier im Erdgeschoss, Oberkante Fertigfußboden. Schauen wir uns das hier mal an im Projektbrowser. Ah, ich habe es hier geschlossen, das ist eh offen. Und zwar gehen wir da mal hier auf Ansichten in dieser Vorlage. Und ich habe hier noch einen Ebenenschnitt. Hier sehe ich meine Ebenen. Und hier würde ich mal empfehlen, falls vorhanden, sich hier den Projektbasispunkt einblenden zu lassen. Oh, die haben sie blöderweise jetzt nicht mit drin. Dann nehmen wir mal eine andere Ansicht. Zum Beispiel machen wir es zunächst erstmal im Grundriss. Wo muss ich jetzt gucken, welcher ist hier Rohbau? Grundriss OG. Also hier EG, Entschuldigung, EG. Und hier gehe ich nochmal auf nicht verdeckte Elemente anzeigen. Ich suche meinen Projektbasispunkt und Vermessungspunkt und der ist jetzt hier. Und den werde ich mal dauerhaft einblenden. Kategorie einblenden. Jetzt sind die dauerhaft eingeblendet. Und ich empfehle immer eine Projekt, also eine, nicht eine, eine Hauskante oder Hausecke immer auf dem Projektbasispunkt zu lesen. Das haben die eh schon hier angedeutet, die Vorlage gestellt haben. Ich vermute mal, das meinen die hier das sind Referenzebene, genau mit diesen Referenzebenen. Ja, dass das hier zum Beispiel dann schon mal eine Ecke darstellen könnte. Und wie so eine Art Koordinatensystem. Das wäre hier der Ursprung. Das können wir so lassen, das passt. Da haben wir schon mal eine Orientierung. Ja, allerdings sollte man das nicht nur in der XY-Ebene, sprich in der horizontalen Ebene machen, sondern auch noch in der vertikalen Ebene. Und das mache ich jetzt. Deswegen hatte ich vorhin schon mal geguckt. Das wollte ich eigentlich vorhin machen. Dazu brauche ich jetzt hier eine spezielle Ansicht. Zum Beispiel die Ansicht von hier unten, die Ansicht Süd, das sollte man ihn sehen. Das werden wir jetzt nochmal kontrollieren. Dazu gehe ich hier auf Ansichten und suche hier die Ansicht Süd. Und werde auch hier nochmal den Projektbasispunkt einblenden. Der ist jetzt hier. Ups, jetzt habe ich hier die Ebenen verschoben. Das wollte ich nicht. Nochmal rückgängig. Und sage hier Kategorie einblenden. So, der liegt jetzt hier aktuell auf der Oberkante Fertigfußboden. Das finde ich nicht so gut. Ja, ich bevorzuge eher, den Projektbasispunkt auf die Rohdecke zu legen. Das hat folgenden praktischen Hintergrund. Die Rohdecke ist in der Regel eher eben über das gesamte Geschoss, also in der Geschossebene, als der Fertigfußboden. Ja, weil der Fertigfußboden kann durchaus innerhalb eines Geschosses springen. Ja, hat man mal ein bisschen mehr Dämmung drin, mal ein bisschen weniger und so weiter. Und da ist natürlich dann die Frage, wenn ich da jetzt meinen allgemeinen Basispunkt hinlege, ja, für welchen Raum gilt das jetzt? Ja. Und während die Rohdecke in der Regel jetzt weniger springt, das heißt nicht, dass die nie springt, da gibt es auch natürlich gewisse Architekturen, wo die auch springen kann. Das ist nochmal ein anderer Punkt, aber gerade bei so einfachen Gebäuden wie jetzt hier diesem Einfamilienhaus ist doch in der Regel die Rohdecke immer auf einer Ebene, die Oberkante Rohdecke und deswegen finde ich dort den Projektbasispunkt eher angebracht. Und das werde ich jetzt nochmal korrigieren, indem ich jetzt hier die Ebenen verschiebe. Dazu klicke ich jetzt hier einfach rein und sage, diese Ebene setze ich nicht auf 0,0, sondern auf 0,20. Das muss ich, glaube ich, aufpassen. Das macht er das. Ja. Kommt da der Basispunkt mit? Ich hoffe mal nicht. Genau, der bleibt hier. Da ist er also fixiert und das setze ich hier auf 0,0. Und das folglich dann 024. Man hätte auch den Projektbasispunkt schieben können. 02. Allerdings
Ja, dadurch, dass der hier auf 0,0 sitzt, der liegt genau auf dem Vermessungspunkt drauf und so weiter, wollte ich den jetzt nicht weiter hier an der Höhe verschieben. Wäre auch eine Alternative gewesen, den zu verschieben. Ja, aber der hat jetzt die Koordinaten 0,0 und den wollte ich jetzt nicht groß anfassen. So, das habe ich jetzt mal korrigiert. Das ist natürlich Geschmackssache. Wer will, gerade die Architekten bevorzugen die Variante, dass sie ihre Nullebene quasi die Oberkante Fertigfußboden ist. Ich persönlich bevorzuge eher diese Variante, dass es die Rohdecke ist. Man kann da auch mal in der Norm nachschauen. So, ein Blick in die ÖNorm, wie angekündigt, 6241. Ich glaube, Teil 2. Da sieht man auch nochmal, dass die ÖNorm im Prinzip auch hier empfiehlt, die Geschosse auf die Rohdecke zu legen. Ja, sieht man auch eben, dass es eben einen Sprung geben kann in den Fußbodenaufbauten. Und wenn man allerdings die Rohdecke eher, ja, doch konstant sind über die Geschosse, nicht immer. Ja, man sieht auch hier ein Beispiel, dass das springen kann. Die ÖNorm sagt dann auch, ab welcher Höhe man ein neues Geschoss anfängt und so weiter. Ist jetzt kein Thema, aber wenn man schaut, hier in der Norm wird im Prinzip auch empfohlen, dass man die Ebenen auf die Rohdecke legt, Oberkante Rohdecke. Werden wir jetzt noch die Geschosse entsprechend benennen, so wie wir das brauchen. Also Ege ist schon mal okay. Allerdings Untergeschoss würde ich jetzt in Kellergeschoss umbenennen. Deswegen klicke ich jetzt hier drauf, gehe in die Eigenschaften meiner Ebene und mache aus UG1 ein KG. Wir haben ja nur ein Eigenheim, da müssen wir jetzt hier nicht. Wichtig ist hier, das zu bestätigen, es werden auch die entsprechenden Ansichten umbenannt. Das haben wir jetzt geändert. Wir klicken die Ebene an und wir machen auch hier KG. Und sagen hier entsprechend an sich umbenennen, ja. Und hier sagen wir auch, das ist dann von KG. So. Dann noch diese hier. Die nennen wir auch in KG um. Anwenden. OG1 nennen wir einfach in OG um. Es gibt ja nur ein OG. Da können wir auch ein bisschen aufräumen. In unserem Fall sagen wir ja. Hier auch. Hier auch nochmal das entsprechend ändern hier unten. Wichtig ist immer, die Ansichten mit umzubenennen. Und hier hätten wir jetzt noch das, was wir auch noch umbenennen wollen. So, OG2 ist bei uns das DG, das Dachgeschoss. Ups, jetzt muss ich hier nochmal. Das ist immer ein bisschen komisch, da springt er ja immer raus. Warum er das macht, das habe ich bis heute noch nicht verstanden. Scheint irgendein Tastaturkürzel zu sein. Okay, Ansichten auch. Und hier, da machen wir auch ein DG draus. Ja, aufpassen hier noch. Entsprechend mit ändern. Und last but not least, das hier auch noch ändern in DG. Schon wieder rausgesprungen, unser guter Freund. Das scheint das Tastaturkürzel zu sein, was ich hier aktiviere. So, DG hätten wir. Ja, OG3 brauchen wir eigentlich nicht mehr. Was wir brauchen, wäre jetzt. Ach so, DG, dann brauchen wir noch. Muss ich kurz gucken, wo sind wir jetzt hier? DG. Unterkante Rohdecke, ja. Dann könnten wir hier noch die Oberkante Rohdecke. Ne, Quatsch, hier ist DG. Jetzt muss ich kurz gucken, dass ich jetzt hier nicht irgendwas Falsches sage. Also EG. Genau, Unterkante. Dann haben wir hier das Obergeschoss. Und hier haben wir jetzt das Dachgeschoss, Unterkante Rohdecke. Das können wir eigentlich lassen, weil das gibt es eigentlich gar nicht. Das ist eigentlich First. Das habe ich jetzt vergessen. Das oben können wir alles löschen. Ja, hier einfach auswählen und löschen. Das brauchen wir nicht mehr. Das einzige mit, inklusive der Ansichten, ganz wichtig, die zu den Ebenen gehören. Die nehmen wir gleich mit raus, um ein bisschen aufzuräumen. Und das tun wir jetzt nicht DG Unterkante Rohdecke nennen, sondern das gibt keine Decke mehr. Das nennen wir einfach First oder Dachaufsicht. So. Ich nenne es einfach First. So.
Jetzt haben wir hier ein bisschen aufgeräumt. Wer will, kann jetzt das Bild zusammenschieben. Hier, das sind auch relativ groß, die Ebenen. Das einfach eine Ebene anklicken. So. Ach so, nee, da muss man aufpassen. Hier ist unser Projektbasispunkt. Die müssen wir von der anderen Seite her schieben. Aber das können wir dann machen, wenn wir die Vorlagen reingeschoben haben. Also, das ist der letzte Schritt, ist die Ebenen umzubenennen. Im nächsten Schritt zeige ich dann, wie man hier Vorlagen in das Modell reinholt, um dann halt von diesen aufbauend auf diesen Vorlagen dann die Modelle zu erstellen. Das ist erstmal nur so ein paar vorbereitende Schritte, die hier wichtig sind. Ich wiederhole es nochmal, die richtige Vorlage wählen, das Ganze optimal abzuspeichern, möglichst in einem Projektordner. Dazu dann nochmal später im späteren Tutorial noch etwas. Danach die Einheiten korrigieren, das war unter Verwalten, Projekteinheiten, das so einstellen, wie Sie das brauchen. Dann habe ich hier im Projekt Basispunkt sichtbar gemacht und geschaut, wo ist hier mein Ursprung. Das brauche ich dann später. Ich habe die Ebene noch korrigiert. Ich wollte ihn hier auf der Oberkante Rohdecke haben, nicht wie die Vorlage es vorgeschlagen hat, auf der Oberkante Fertigfußboden. Das sei natürlich jedem selbst überlassen, je nachdem, was für sein Projekt dann günstiger ist. Und zum Schluss habe ich die Ebenen noch umbenannt. So viel dazu und weiter geht's dann im nächsten Tutorial. Nun, ganz am Anfang empfiehlt es sich noch, wenn Sie hier bei den Projektgrundeinstellungen sind, auch noch die Metadaten zu übernehmen. Das sind so projektbeschreibende Daten, die durchaus von hoher Wichtigkeit sind, um das Projekt dann später zuzuordnen, welche auch mitunter auf den Plan, in den Planköpfen erscheinen. Und ich empfehle immer, das hier in den Projektinformationen hier unter Verwaltung mit einzutragen. Und hier können Sie dann quasi das alles eintragen, was jetzt für Sie relevant ist. Meine Empfehlung ist, dass Sie, wenn Sie jetzt ein Büro haben, meinetwegen sich einmal eine Projektvorlagedatei für Ihr Büro machen, wo das schon die ganzen Daten mit drin sind und auch gewisse Einstellungen, Bibliotheken und so weiter, die Sie jetzt bürointern verwenden. Und von dieser allgemeinen bürospezifischen Projektvorlagedatei für Revit-Projekte leiten Sie dann eine projektspezifische Vorlagedatei ab, wo dann noch zusätzlich zu diesen Einstellungen, die jetzt bürospezifisch sind, noch die projektspezifischen Einstellungen dazukommen. Und diese Vorlagen werden dann verwendet von den Mitarbeitern, die an diesem Projekt arbeiten. Dadurch verhindern Sie, dass immer diese ganzen Daten immer neu eingegeben werden müssen. Und Sie verhindern aber auch, dass die Daten dann unter Umständen abweichen. Ja, also wenn jeder Mitarbeiter das für sich macht, dann schreibt der eine das so, der andere so und so haben Sie dann quasi unterschiedliche Metadaten, unterschiedliche Versionen und keiner weiß dann, was ist die richtige. Deswegen mein Tipp, machen Sie das zentral und geben dann diese Vorlagedateien an die Mitarbeiter weiter, sodass die dann quasi darauf aufbauend arbeiten und das nicht jeder quasi für sich jedes Mal neu machen muss. Ja, so viel dazu zu dem Projekt Voreinstellungen. Ach so, letzte Randbemerkung. Die Voreinstellungen, die ich hier vorgenommen habe, sind wirklich nur die elementarsten. Es gibt dann noch wesentlich mehr, wie gemeinsame Parameter, Standort etc. Denn der Standort, der hier eingegeben wird, ist im Prinzip nur eine Adresse. Sie können auch den Standort direkt eingeben, aber das ist nochmal ein anderes Thema, auch ein anderes Tutorial. Also das geht normalerweise noch viel weiter. Ja, das ist aber jetzt für diesen Grundkurs genügt das mal diese Geschichte. Aber behalten Sie im Hinterkopf, man kann dann noch wesentlich mehr einstellen. Deswegen auch mein Hinweis, das Ganze wirklich einmal zentral zu machen und das nicht jedem Mitarbeiter selbst zu überlassen. Okay, so viel dazu zu den Projektgrundeinstellungen.